Lösen und reparieren Sie das Lade- und Leistungsproblem des Samsung Galaxy A32. Abonnieren Sie vor dem Anhören dieses Videos den Kanal, um uns zu ermutigen, Ihnen alles Neue und Nützliche anzubieten. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht weist darauf hin, dass Android-Apps abstürzen und Google an einem Fix arbeitet. Android-Nutzer haben seit ihrer Einführung viele Probleme gehabt. Zu den Problemen gehören Konnektivitätsprobleme, Anrufprobleme, Netzwerkfehler und viele andere. Die wichtigsten Probleme mit Smartphones treten jedoch beim Akku auf. Smartphone-Probleme treten meist aufgrund von Softwarefehlern auf. Die Software-Updates beheben häufig die Android-Probleme. Das Unternehmen bietet seinen Benutzern viele Anpassungsfunktionen. Wir können unbegrenzt viele Apps in Google Play Store erkunden. Android-Benutzer können auf eine Reihe von Apps aus verschiedenen Kategorien zugreifen: Z, B, Antivirus, Musik, Live-Videos, soziale Medien und vieles mehr. Experten schlagen jedoch vor, dass der Play Store über einige schädliche Apps verfügt, die die Gesamtleistung des Smartphones beeinträchtigen können. Die Apps sind auch dafür verantwortlich, dass der Akku schneller als gewöhnlich entladen wird. Die Apps können Ordner des Smartphones beschädigen und sie zum nutzlosen Gerät machen. In diesem Artikel wird der Leitfaden zur Lösung von Problemen beim Laden des Smartphone-Akkus erläutert. Das Aufladen ist ein wesentliches Merkmal aller elektronischen Geräte. Ohne die richtige Änderung können Sie keine Funktion eines Smartphones nutzen. Die Smartphone-Welt verbessert sich rasant. Jetzt bekommen wir Smartphones mit großem Bildschirm und Batterien mit großer Kapazität. Die Telefongesellschaften behaupten, dass sie sich mehr auf die Verbesserung der Akkufunktion ihrer Produkte konzentrieren. Der Akku ist für viele Samsung-Nutzer immer noch ein Problem. Das Galaxy A32 ist ein Trend-Smartphone einer bekannten Marke. Das Unternehmen hat die beste Alternative für ein Mittelklasse-Smartphone. Das Gerät ist die perfekte Kombination aus Marke und Preis. Es ist eine ideale Wahl für junge Käufer, die den erschwinglichen Preis bevorzugen. Dort haben die Benutzer jedoch Softwareprobleme im Smartphone festgestellt. Jeder wird sich Sorgen machen, wenn ein neues Smartphone sich weigert, die Verantwortung zu übernehmen. Sie können bei jedem Softwareproblem Kompromisse eingehen, jedoch nicht, wenn das Gerät nicht aufgeladen wird. Hier erfahren Sie, wie Sie das Problem beim Aufladen des Samsung Galaxy A32 Akkus und beim Einschalten beheben. Beheben Sie das Problem beim Aufladen des Samsung Galaxy A32 Akkus und beim Einschalten. Smartphone-Ladeanschluss verlieren. Das Mittelklasse-Smartphone wie das Galaxy A32 verfügt über viele anständige Funktionen. Samsung-Smartphones sind bekannt für ihre gute Kameraqualität. Das Unternehmen entwickelt gut gebaute Telefone, die junge Käufer anziehen. Das Telefon ist einen Kauf wert, wenn Sie diese Funktionen zu einem erschwinglichen Preis erhalten möchten. In der Android-Version treten jedoch auch einige wichtige Softwareprobleme auf. Sie müssen das Gerät neu starten, was eine schnelle Lösung ist. Befolgen Sie die angegebenen Schritte sorgfältig. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Verwenden Sie eine Taschenlampe, um den Schmutz im Ladeanschluss zu überprüfen. Reinigen Sie es vorsichtig und entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen. Samsung Galaxy A32 Ladeproblem. Die Aktualisierung ist für jedes Smartphone, einschließlich iOS, unerlässlich. Ohne Updates liefert Ihr Smartphone keine reibungslose Leistung. Es wird hinterherhinken und zu viele Anzeigen zeigen. Das Telefon wird unbrauchbar, wenn Sie regelmäßige Updates ignorieren. Sogar die Anwendungen aus dem Play Store erfordern ein Update, um genau zu funktionieren. Es wird mit Softwarefehlerkorrekturen und den neuesten Funktionen beliefert. Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass die Aktualisierung zu Ladeproblemen führte. Sie können die Softwareversion also jederzeit herunterstufen. Aktualisieren. Gehen Sie zu den Einstellungen des Geräts. Tippen Sie auf die Option System. Klicken Sie auf die Option Erweitert. Wählen Sie das System Update. Klicken Sie dann auf Nach Updates suchen. Wenn Updates verfügbar sind, laden Sie sie herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine gute Internetverbindung und Speicherplatz verfügen, um das Update herunterzuladen. Downgrade. Laden Sie App und Fastboot auf Ihren PC herunter. Aktivieren Sie die UM-Entsperrung. Schalten Sie das Smartphone aus. Halten Sie die Lautstärke-Taste und die Ein-Aus-Taste gedrückt, um das Bootloader-Menü von Android zu aktivieren. Suchen Sie unter Windows nach C, Programme, x86, Android, Android SDK Platform Tools. Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm im Ordner Plattform Tools.
Wählen Sie die Option Befehlsfenster hier öffnen. Entsperren Sie den Bootloader. Drücken Sie die Eingabetaste. Laden Sie die Factory Images herunter und flashen Sie sie. Samsung Galaxy A32 wird nicht aufgeladen oder eingeschaltet. Jetzt ist es Zeit zu überprüfen, ob das Smartphone aufgeladen wird oder nicht. Verbinden Sie zunächst das Smartphone über ein USB-Kabel mit einem Laptop oder Computer. Wenn das Telefon aufgeladen wird, liegt das Problem beim Ladeadapter. Sie können auch versuchen, mit einer anderen Steckdose aufzuladen. Sie können auch das USB-Kabel zum Aufladen überprüfen. Befolgen Sie nun diese Schritte, um festzustellen, ob das Telefon wieder aufgeladen wird. Anschließend an einen PC und ziehen Sie das Kabel vom Ladegerät ab. Schließen Sie Ihr Android-Gerät mit dem mitgelieferten Anschluss an den USB-Anschluss Ihres PCs an. Warten Sie danach 10 bis 15 Minuten. Trennen Sie das Kabel innerhalb von 10 Sekunden und schließen Sie es wieder an. Laden Sie das Telefon anschließend mindestens 30 Minuten lang auf. Halten Sie nun den Netzschalter einige Sekunden lang gedrückt. Klicken Sie auf die Option Neustart oder halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, um das Smartphone neu zu starten. Das Galaxy A32 Telefon wird nicht aufgeladen. Caches sind Dateien, die ohne Ihre Erlaubnis heruntergeladen wurden. Diese Dateien beschädigen die Software und führen dazu, dass sich Ihr Telefon abnormal verhält. Es reduziert die Leistung des Smartphones und erfasst zusätzlichen Speicherplatz in Smartphone-Speicher. Sie müssen die Caches daher regelmäßig leeren, um fehlerhafte Dateien zu vermeiden. Befolgen Sie diese Methoden, um die Cache-Partition im Wiederherstellungsmodus zu löschen. Cache-Partition löschen. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Smartphone auszuschalten. Halten Sie die Lautstärke-Taste zusammen mit den Ein-Aus-Tasten gedrückt, bis das Logo Ihres Android oder Unternehmens auf dem Bildschirm angezeigt wird. Lassen Sie beide Tasten los. Sie sind jetzt in den Wiederherstellungsmodus eingetreten. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht in den Wiederherstellungsmodus wechseln können und die Optionen nicht angezeigt wurden, müssen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden. Sie können auch einfach eine Verbindung zum Ladegerät herstellen. Im Wiederherstellungsmodus werden mehrere Optionen angezeigt. Sie müssen Cache-Partition löschen mit der Ein-Aus-Taste auswählen. Sie können aus dem Wiederherstellungsmodus navigieren, indem Sie das Gerät wie gewohnt neu starten. Galaxy A32 Batteriewechsel. Die heutzutage entwickelten Smartphones sind mit einem nicht austauschbaren Akku ausgestattet. Es ist schwierig, die Batterie auszutauschen. Sie können das Problem nicht lösen, wenn sich der Akku in der Mitte ausbraucht oder nicht aufgeladen wird. Um sicherzustellen, dass das Gerät aufgeladen wird oder nicht, müssen Sie eine Drittanbieter-App aus dem Google Play Store herunterladen. Diese Schritte können Ihnen bei der Verwendung der Ampere-Batterieladeanwendung helfen. Gehen Sie zum Google Play Store. Suchen Sie in der Suchleiste nach der Ampere-Anwendung und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren. Öffnen Sie nach der Installation die Anwendung. Wenn die Apps grün angezeigt werden, wird das Telefon aufgeladen. Wenn auf dem Bildschirm eine orangefarbene Minuszahl angezeigt wird, wird das Smartphone nicht mit Strom versorgt. Smartphone vibriert, lässt sich aber nicht einschalten. In einigen Fällen lässt sich das Smartphone aufgrund einer Drittanbieter-App nicht einschalten oder aufladen. Diese Apps enthalten Malware, die zu Softwareproblemen führt. Es gibt viele Apps unterschiedlicher Kategorien. Einige Benutzer laden eine App herunter, um die Batterieleistung zu verwalten, die Batterieprobleme verursacht. Sie können das Gerät im abgesicherten Modus ausführen, der vorübergehend verhindert, dass Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät ausgeführt werden. Sie können die App deinstallieren, wenn das Telefon im abgesicherten Modus wie gewohnt funktioniert. Sicherheitsmodus. Halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie nun die Lautstärke-Taste mit den Ein-Aus-Tasten gedrückt. Lassen Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, wenn das Android-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie die Ein-Aus-Taste zusammen mit der Lautstärke-Taste, die Sie bereits gedrückt halten, erneut gedrückt. Das Telefon startet im Wiederherstellungsmodus und lässt dann beide Tasten los. Sie werden eine Option bemerken, die Sie auffordert, den abgesicherten Modus zu aktivieren. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Sie sehen den abgesicherten Modus am unteren Bildschirmrand. Das Smartphone lässt sich nicht einschalten oder aufladen. Im letzten Schritt müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Es löscht alle Dateien, Ordner, Fotos, Kontakte, Videos, Apps und andere Details vom Telefon. Ihr Smartphone wird zu einem neuen Gerät.
Sie müssen also die Daten sichern, um sie auf dem Telefon wiederherzustellen. Werksreset im Wiederherstellungsmodus. Denken Sie daran, alle Daten auf dem Telefon zu sichern. Schalten Sie das Smartphone aus und stellen Sie eine Verbindung zum Ladevorgang her. Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Lautstärke-Taste gedrückt. Lassen Sie die Ein-Aus-Taste los und halten Sie sie erneut gedrückt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke-Taste gedrückt halten. Drücken Sie einige Male die Taste zum Verringern der Lautstärke, um alle Benutzerdaten löschen und alle Einstellungen zurücksetzen zu markieren. Zur Bestätigung tippen Sie auf Ja. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Werkseinstellungen über Einstellungen. Wählen Sie das Einstellungsmenü am Telefon. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern und Zurücksetzen. Aktivieren Sie nun das Kontrollkästchen, mit dem Sie Ihr Google-Konto sichern können. Klicken Sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Klicken Sie auf Telefon zurücksetzen. Am Ende des Videos hoffe ich, dass ich das Problem gelöst habe und ich hoffe, dass Sie in den Kommentaren antworten.